Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ihr seht es auch schon, Sammy ist auch mit am Start, denn ich habe zwei Weihnachtspakete bekommen, die ich gerne in diesem Video einfach mal zeigen möchte. Das ist einmal von der lieben Marion ein Paket und von der lieben Marie. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dass Sammy hier so rumtapert, werde ich auf jeden Fall mit dem Paket von Marion anfangen, weil Marion hat ja ein paar Miezekatzen bei sich zu Hause. Könnt ihr gerne auch mal auf Instagram bei ihr vorbeischauen. Ich verlinke euch mal ihren Kanal unten in der Infobox. Genau, und er schnüffelt die ganze Zeit auch an dem Paket rum, weil er natürlich die Katzen riecht. Ich habe jetzt einfach schon mal das Paket aufgemacht, damit ich hier nicht allzu viel rumraschel. Hier sehen wir dann einmal den Blick in die Box und sie hat was bei Colourpop bestellt, das hatte sie mir schon geschrieben. Wahnsinnig cool. Marion, ich bin echt gespannt. Das erste, was mir ins Auge springt, sind natürlich hier Produkte für Sammy. Einmal ein Dentalstick von Animonda. Tägliche Zahnpflege ohne Zuckerzusatz, ohne künstliche Farbstoffe. Und das ist für Medium-Hunde 10 bis 25 Kilo. Ja, da gehört Sammy auch noch zu, ne? Was meinst du, Maus? Bist du ein Medium-Hund? Ja, ja, ja. Dann habe ich hier etwas, das holt sie immer. Und ich weiß überhaupt nicht, wo sie das her hat, weil Sammy mag das gerne. Dog Biscuit Purely Good with Chicken, Beef and Tomato. Also mit Huhn, Rind und Tomate. Und das hier ist so ein großer Knochen, der da drin ist. Und ich glaube, Sammy, möchtest du den Knochen haben? Aber ich habe hier noch eine Wurst. Ja, da wackelt das Ohr, Leute. Ich sag euch das. Na komm, du kriegst den Knochen. Der ist nämlich hier nochmal so eingepackt. Das ist halt ein Riesending, ne? Könnte man als vollwertiges Abendbrot bezeichnen. Das ist echt riesig. Okay. Riecht auch sehr angenehm. Junger Mann. Hab's. Oh, pass auf. Da wäre ein Stuhl gewesen. Dann geht er auf seine Decke. Ah, jetzt wird er vor sich hingenabbelt. Sehr schön. Jo. Ne? Ja, und dann habe ich noch was für Sammy. Und zwar eine Fleischeslust artgerechte Tiernahrung von Meat Love. Meat and Treat Single Shot, eine schnittfeste Trainingswurst aus 100% Geflügel. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn man dann mit dem Hund trainiert, dass man dann zwischenher immer sowas abschneiden kann und ihm das geben kann. Mega. Okay. Ein bisschen ist noch weiterhin was für Sammy drin. Und zwar, da hatte sie mir auch geschrieben, ja, du kennst das ja, wenn man manchmal dann online diese Bilder sieht und dann kommt es an und man denkt sich, oh. Ich finde es aber witzig, muss ich gestehen. Das ist von Zoo Plus ein Produkt. Und zwar ist es so ein Quietschi. Ich finde den scharf. Ist das so ein Affe? Ich habe keine Ahnung, warum der Affe so einen Mund hat. Vielleicht damit man was da reinstecken kann oder so? Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist, ne, Plüschi. Plüschi sind bei Sammy immer sehr schnell weg. Ich werde mir das hier mal hinlegen. Dann kann er es vielleicht haben. Vielleicht zum Spielen. Mal gucken, wenn er fertig ist mit Leveln. Dann kriegt er den. Und es quietscht halt, ne? Wenn ich das jetzt quietsche, wird er kommen. Aber ich lasse ihn erstmal in Ruhe schnabulieren, denn ja, der kleine Mann. Ach ja, er verhungert hier ja auch. Apropos verhungern, das werde ich nicht, wenn ich den Inhalt dieser Box nehmen werde, weil ich habe hier Reese's, zwei Peanut Butter Cups. Und die hatte ich schon mal irgendwo in einem Adventskalender oder so drin. Ich weiß es nicht. Oder bei Action gibt es die oder so. Ich weiß es nicht. Ich kenne die auf jeden Fall und ich mag die richtig gerne. Ja, wenn ich die jetzt esse, Leute, ne? Euch was vorzuessen ist halt auch irgendwie blöd. Das sind halt solche Dinger und mir läuft es jetzt schon im Mund zusammen. Das sind halt wirklich so Cups. Also sehen aus wie, ne, in so Cupcake-Verpackungen. Esse ich mir gleich auf jeden Fall. Und die sind halt von innen gefüllt mit Erdnussbutter. Das ist ziemlich geil. Ja, und für heute Abend haben wir dann Toffifee, die Haselnuss in Karamell mit Nougat-Creme und Schokolade. Mega lecker. Ich habe übrigens herausgefunden, dass die nachgemachten Toffifees von Lidl auch richtig lecker sind. Da habe ich so Riesenverpackungen von meinem Schwiegerpapa in Spee. Mit meiner Stiefschwiegermama in Spee, ne? Da hat mein Freund und ich jeder so ein Riesenvieh gekriegt. Die sind auch schon auf. Die sind jetzt alle hier. Da. Auf der Hüfte. Da, wo sie hingehören. Genau, und ich liebe Toffifees. Also das ist so lecker. No.
Okay, als nächstes hat sie mir etwas mit beigelegt, was halt auch etwas mehr so was Herzliches ist und was ich auch sehr schön finde. Ich meine, es ist alles was Herzliches, aber das hier ist halt ein Engelchen. Stepless Grace, www.silberzier.de. Das ist ein Kettchen, was sie hier reingepackt hat und das hole ich euch mal eben raus. Edle Ringe und Schmuck, Stepless Grace, Silberzier aus Lauterbach und das ist halt wirklich, nee, das ist ein Armkettchen. Das ist ein Engelchen, das finde ich hübsch. Ne? Das mag ich. Dankeschön. Ja, genau. Dann habe ich hier noch was Schönes drin. Und zwar sind das Socken, das sind Yoda-Socken. Wir hatten uns ein bisschen ausgetauscht zu Yoda. Und Socken ich nun habe. Warme Füße ich nun bekomme. Oh, ich lieb's so, ne? Ja, ich gehöre ja auch noch zu der Generation, die Evox süß fand. Also, ne? Ich bin 89 geboren, Leute. Ich glaube, dass viele, die so 10 Jahre jünger sind als ich, nicht mehr wissen, was Evox sind. Was ich sehr traurig finde. Damit bin ich halt groß geworden. Ja gut, das sind halt Socken. Genau. Ja, zieh ich die an? Genau. Kann ich ja eben überziehen, ne? Jetzt war jetzt auch gerade Weihnachtssocken an. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade Füße zeige. Ja, die sind sehr flauschig. Ich habe ja auch auf Instagram dieses Jahr meine ganzen Adventskalender euch jeden Tag gezeigt. Bis auf die 24. Die fehlt noch. Die muss ich noch machen. Schau! Ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Und da habe ich dann ein Yoda drauf. Wenn mein Freund das gleich sieht, dann wird er vom Glauben abfallen, Leute. Aber er wird sich die Safe nicht mopsen. Cutest in the Galaxy steht hier drauf. Und das ist halt, ja, es ist Baby Yoda, ne? Es ist halt nicht Yoda an sich, es ist Baby Yoda. Das ist schon niedlich. Ja. Ja. Wir reden auch manchmal so miteinander, mein Freund und ich. In Yoda-Sprache. Wir reden nicht weiter drüber, okay? Ja, das ist Socke Nummer 2. Scharf. Ja, vielen Dank, ne? Und jetzt habe ich hier noch etwas drin, was sie mir schon geteasert hatte oder gespoilert hatte vielmehr. Weil sie hat mich gefragt, ob ich lieber, ob ich Yoda cooler finde oder Hello Kitty. Weil ich habe sie schockiert und ich habe tatsächlich gesagt, dass ich Hello Kitty cooler finde. Ja, wer hätte das gedacht? Sie hat aber nicht ohne Grund gefragt. Oh, da wäre der Karton fast runtergefallen. Denn sie hat mir eine Lidschattenpalette von Colourpop hier reingelegt als Weihnachtsgeschenk, ne? Die Hello Kitty and Friends Pressed Powder Palette. Oh mein Gott. Snow Much Fun steht hier hinten drauf. Ich habe, also, die einzigen Sachen, die ich von Colourpop habe, habe ich von Marion tatsächlich in Trash-Paketen bekommen oder mal so von ihr Geschenk gekriegt. Oder, ja genau, zum Beispiel im Adventskalender von ihr hatte ich auch einen Blush drin, der super krass ist. Also ich war schockiert, dass ich den das erste Mal verwendet habe. So, huch. Das ist nämlich so eher so ein Creme-Blush. Und ich hatte auch irgendwann, wo habe ich denn sonst noch Colourpop her? Ich weiß nicht, ich komme sonst nur wirklich über Trash-Pakete dran, weil man es ja leider nicht hierhin bestellen kann, ne? Und die haben ja echt schöne Sachen. Ja, ich meine, es sieht halt auch aus, ne? Das hätte von Essence auch sein können, tatsächlich. Aber ich habe halt gehört, dass die Colourpop-Qualität ganz toll sein soll. Slay all day, du sollst den ganzen Tag Schlitten fahren, oder? Heißt das so? Weiß ich nicht. Und das sind die Farben. Und die sehen echt schön aus. Und die heißen so süß. Fuzzy Mittens, Cuddle Weather, Winterfall, Ice Skates, Brr Baby, Snow Globe on Chill, Snowware und Igloo Blues. Sammy, möchtest du ein Quitty? Hast du das komplett aufgegessen? Ich bin schon stolz auf dich, Maus, ne? Ich wollte es eigentlich gerade voll cool werfen, und was mache ich? Ich lasse es mir aus der Hand gleiten. Man muss es ja cool machen, ne? Ist das deins? Das ist meins. Darf ich das haben? Ist jetzt meins? Darf ich jetzt damit spielen? Oh, ich finde das cool. So ein Affenkopf, ne? Der ist schon cool. Sammy, du musst auch mal den Leuten zeigen, dass du eine Stimme hast. Gegebenenfalls darfst du sogar mal bellen, wenn du möchtest. Der bellt nie, nur wenn er spielt. Möchtest du es haben? Ist deins? Möchtest du es haben? Möchtest du es haben? Wo ist es hin? Hier sitzt er.
Willst du es haben? Oh, er kann sogar knurren, Leute. Die Pfote. Nimm den ganzen Hund, Frauchen. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Nee. Willst du mit Stiften gehen? Das ist nicht. Ist nicht. Okay, lassen wir ihm seine Freude. Okay, ja, ich wollte euch die Lidschattenpalette zeigen. Genau. Ja, süße Namen auf jeden Fall, ne? Ich habe noch nie eine Lidschattenpalette von Colourpop auf meinen Augen gehabt. Das heißt, ich habe sowas noch gar nicht ausprobiert. Wow, die sind super weich. Also auf jeden Fall dieses Fuzzy Mittens. Der Cuddle Weather ist ein bisschen, der ist auch leicht gepresst, wow. Aber eher pudriger. Wow. Der Winter Dingenskirchen, Winterfull, der ist auch so leicht cremig. Komm, einen nehme ich noch und da haben wir hier unten auch so ganz interessante Texturen. Ich glaube, das ist auch ähnlich zu einer Textur, die ich bei Too Faced auch mal hatte tatsächlich. Wenn das so ist, weiß ich nicht, ja. Die sind matt und haben trotzdem so einen Schimmer drin. Das sind die untersten, also die beiden hier, ne? Bei dem On Chill weiß ich das jetzt tatsächlich nicht. Ganz, 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 ganz interessante Konsistenzen. Und das sieht schon schön aus, ne? Das rutschen wir doch einfach mal hier. Das ist so ein Duochrome und wow, sind die pigmentiert. Das sieht echt schön aus. Da freue ich mich echt drauf, einen schönen Winterlook zu schminken. Gut, der ist jetzt recht ähnlich, der hat jetzt aber ein bisschen mehr Glitzer und jetzt bin ich hier auf diesen Matten mit Glitzer auch gespannt. Interessant, dass du matte Töne hast, wo du dann einfach Glitzerpigmente reinmachst, ne? Ich bin gespannt, wie das, wirklich sehr gespannt, wie das auf dem Auge dann wird. Wow. Schick. Dankeschön, Marion. Also das ist ein schönes Weihnachtspaket, muss ich wirklich sagen. Sie hat von mir auch ein märchenhaftes Paket erhalten. Ja, bin ich auch gespannt, was sie dazu sagen wird. Und ich hoffe, dass sie die Produkte auch noch nicht hat. Oh, Sammy hat mich ein bisschen zerkratzt. Aber das ist nicht schlimm, das geht vorbei. Wir hatten unseren Spaß, das ist okay. Also, vielen Dank, liebe Marion. Und jetzt nehmen wir uns das nächste Ungetüm vor. Das habe ich tatsächlich auch schon ausgepackt. Das war alles eingepackt, aber ich hatte es unter dem Weihnachtsbaum stehen und habe es Heiligabend geöffnet. Und das habe ich von der lieben Marie bekommen aus dem fernen Luxemburg. Mega geil. Also ihr seht schon, es ist sehr, 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 sehr cozy. Kann man das so sagen? So pflege-cozy-mäßig. Und das finde ich extrem cool. So, wir starten mit etwas, was ich direkt darauf meinem Arm ausgetestet habe. Und das massiert voll. Das ist von Bella Via. Da hat sie mir einiges von reingepackt. Die Marke kenne ich hier gar nicht. Das scheint eher in Luxemburg auch eine Marke zu sein. Und das hier sind so semi-flexible Rollen, mehr oder weniger. Damit kann man dann halt auch eigentlich den Rücken eher massieren, aber ich merke es halt hier an meinem Arm, dass es hier auch so richtig reingezogen wird, ne? Und das ist wirklich, das massiert wirklich. Das ist super angenehm. Also könnte man, also man hält es dann so, ne? Mega geil. Kann ich mir auch super vorstellen, so an den Beinen, wenn man müde Beine hat oder wenn man viel gestanden hat über Tag und so, ne? Mega cool. Vielen Dank. Wohin damit? Ich weiß es nicht. Als nächstes hat sie mir, oh, das fand ich auch so geil, von Fructis Garnier. Da habe ich ja die Banana Hair Food Maske, die ich ja so klasse finde. Ne? Die hole ich mir auch immer wieder. Die macht mir echt schöne Haare. Er hat sein Quietschi gefunden. Und die finde ich wirklich toll. Und da gibt es jetzt auch wohl Shampoo und Spülung zu. Und das hat sie mir gekauft und geschenkt. Das ist nährendes Banana Hair Food. Und ja, muss man da noch irgendwas zu sagen? Für droges Haar. Drog ist, glaube ich, plattes Haar oder sowas. Und das habe ich halt, ne? Das riecht so gut. Ne, Sammy? Das riecht so gut. Oh, unglaublich. Das riecht wirklich angenehm nach Banane. Das mag ich gerne. Das ist ganz, ganz toll. Dankeschön. Da habe ich mich extrem drüber gefreut. Oh, Sammy, ich muss aufpassen. Ich habe hier geswatcht. Nicht, dass du gleich Lidschatten im Gesicht hast. Als nächstes hat sie mir hier einen Duschschaum mit reingelegt von Dove mit Arganöl. 24 Stunden weiches Hautgefühl und das kannst du sowohl für die Dusche ganz normal verwenden, als auch als Rasurprodukt. Und ich glaube, ich hatte sowas schon mal. Riecht auf jeden Fall immer gut, weil ich mag die Dove-Düfte einfach. Ne? Die haben schöne Sachen. Mausi.
Ja, er weiß, dass hier noch mehr für ihn auf dem Tisch theoretisch ist, ne? Ich mach mir mal eben die Swatches ab und dann kriegt er noch was. Er springt mir gleich auf den Schoß. Kriegt er jetzt mal so ein Dentafli? Oh, da sind zwei drin. Guck mal. Ne? Die sind ziemlich hart. Da wird er jetzt ein bisschen länger was dran haben. Ne? Hab's. Jetzt auch mal Zähne putzen. Muss nur kaum was. Dann ist hier etwas von Dalton drin und zwar meine liebste Dalton-Maske, die Oyster Skin Balance Mask. Das ist diese hier. Die ist so toll, die beruhigt dir die Haut, die macht dir auch wirklich Rötung weg, die macht dir Pickelchen, mindert die, ne? Diese Entzündungen werden dann so ein bisschen rausgenommen. Das ist eine ganz, ganz tolle Maske, die ich echt gerne mag. Also von daher vielen, vielen Dank. Ich freue mich darüber. Das ist echt klasse. Dann habe ich etwas von Diaderma hier drin und zwar ist es das Karotten. Öl, das ist eine Gesichtspflege, schenkt einen frischen Teint, beugt Faltenbildung vor. Ne? Ich habe da schon so viel von gehört, das soll so toll sein und das verwenden auch einige. Und das soll einfach, soll auch gut für die Haut sein. Muss ich echt mal schauen. Eine Maus. Genau, das ist dieses hier. Kann ich jetzt so gar nicht irgendwie, weiß ich nicht. Mache ich mir vielleicht, ach das machst du. Okay, da ist ganz schön viel drin, oder? Wie viel ist denn da drin? 30 Milliliter. Okay, das geht. Ist halt wie ein Serum. Hier, meine Kriegsverletzung von Sammy jetzt gerade. Kann ich ja vielleicht hier auf dem Finger machen. Dann mal da so drüber gehen. Oh, das ist schon ergiebig, ne? Da habe ich jetzt so einen ganz kleinen Tropfen drauf gehabt. Dann massiere ich das hier mal ein bisschen ein. Mhm. Ich mag jetzt gerade zum Winter gerne diese ganzen Gesichtsöle und so. Riecht leicht parfümiert, aber angenehm, ne? Und das sieht man jetzt so nicht auf der Haut, das ist jetzt nicht super fettig oder sowas, was man ja sonst bei Ölen öfters hat. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Das muss ich mal ausprobieren. Yay, ein Karottenöl. Sammy mag auch gern Karotten. Ja, aber kein Karottenöl, das ist Karotten zum Naschen. Okay, dann haben wir hier Green Door Deo Creme ohne Aluminium. Die müsste ich tatsächlich schon haben, weil die hatte letztens Nathalie Nord Beauty empfohlen. Das ist einfach so ein Pöttchen und so eine Metalldose. Und da ist das Produkt drin, ne? Genau. Also Metalldeckeldose. Und Nathalie hatte mir auch geschrieben, weil ich sie gefragt habe, das schützt auch wirklich gegen Schwitzen. Also nicht nur gegen den Geruch, sondern auch gegen das Schwitzen. Und das finde ich schon wieder interessant. Also muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, dann habe ich hier ein Beutelchen. Und in diesem Beutelchen sind allerhand Abschminkpads drin. Und zwar halt so ganz normal wiederverwendbare Abschminkpads. Genau, das finde ich auch super gut. Die finde ich auch praktisch, verwende ich immer. Also ich verwende ja nur diese wiederverwendbaren Dinger, ne, weil die einfach nachhaltiger sind. Und hier hat sie mir auch tatsächlich meine liebste Fructis Garnier Nourishing Mask Banana Hair Food reingemacht. Du kannst sie sowohl als Leave-In, als auch als Maske, als auch als Ersatz für Conditioner verwenden. Ich finde die so geil und jetzt habe ich wieder ein Backup. Dankeschön. Und was sie mir auch mit reingepackt hat, ist mein liebstes Creme-Dusch-Peeling und zwar von Dove mit Macadamia und Reismilch. Das ist so ein tolles Produkt. Das hat schon Peelingpartikel, die du spürst, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass du deine Haut damit verletzen würdest oder so, weil es scharfkantig wäre oder so. Das ist super angenehm. Ich finde, das riecht gut. Deine Haut fühlt sich danach toll gepflegt an. Es ist einfach großartig. Also auch diese Konsistenz, ne? Das ist so fluffig, leicht aufgeschlagen. Mag ich richtig gerne. Das ist voll mein Ding. Also mag ich deutlich lieber als diese ganzen super festen Geschichten, wo du mit dem Spatel rein musst, um überhaupt irgendwie was rauszukriegen oder so. Ne? Das ist ganz, ganz toll. So, dann habe ich hier noch eine Kerze drin. Und das hier ist von Yankee Candle, die Snowflake Cookie. Oh, das ist so ein geiles Teil. Also so eine kleine Yankee Candle. Also ich hatte noch nie eine Yankee Candle und die sollte total klasse sein. Und die riecht super süß. Aber so angenehm, die kann ich mir auch gut hier im Hintergrund vorstellen. Sprich, dass die hier auch die ganze Zeit den Raum beduftet. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Sehr süß. Also dieses Cookie schmeckst du halt, schmeckst du vor allem, riechst du sehr, sehr intensiv raus. Aber ich mag das. Das riecht, als würdest du gerade Plätzchen backen. Genau, so riecht das. Ne, Sammy?
Willst du auch mal riechen? Da. Riech mal. Nicht so deins? Na ja. So. Haben wir die wieder zugemacht. Dann habe ich hier ein Kabuki drin. Oder einen Buffer. Ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich letztens auch mal die Bare Minerals Puder Foundation ausprobiert. Und da haben mir einige geschrieben, und ich glaube, sie war auch eine von denen, die sagten, man sollte das auf jeden Fall mit so einem Pinsel verwenden. Das ist so ein ganz, ganz spezieller Pinsel, der halt perfekt ist, um Puder-Foundations aufzutragen. Du kannst damit aber auch ganz normal natürlich deine Creme-Foundation auftragen und einarbeiten. Deswegen, ne? Also finde ich auch klasse. Ich liebe Pinsel. Dankeschön. Definitiv. Dann habe ich hier noch ein... Au, oh, wow. La Roche-Posay Hyaluserum mit Vitamin C. Muss ich mal ausprobieren. Ja, da hast du recht. Das ist ein Antifaltenkonzentrat. Und das haben wir hier drin. Ist noch gut verschlossen. Ja, aber ich nehme das mal aus der Tüte raus, oder? Ja, Vitamin C habe ich echt Angst vor. Aber ich meine, gut, das ist jetzt 10 Milliliter. Das ist halt wirklich eine Größe, um das einfach mal auszuprobieren. Ich denke mir immer so, ja, Vitamin C, Säure, keine Ahnung, ne? Naja, sehr, sehr vorsichtig, aber ich muss auch mal ein bisschen mutiger werden in meinem Leben. Dann habe ich hier ein Tütchen oder ein Täschchen vielmehr. Und da sind ganz viele Ampullen drin von Dalton. Also ich weiß nicht, ob sie den Dalton Adventskalender geöffnet hat oder so. Also ganz, ganz viele. Die No Filter Needed Ampullen. Und dann hat sie hier mit reingepackt die Sleeping Beauty Ampullen. Die sind mir, glaube ich, ein Stück weit zu ölig, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Sleeping Beauty. Dann hat sie mir hier das Himalayan Goji Ampoule Beauty Expertise Face Serum reingepackt. Das ist dieses hier. Ja, und hier noch allerhand, ne? Und die Abbrechhilfen dazu. Also als hätte sie wirklich den Dalton Adventskalender gehabt. Kommt mir sehr bekannt vor, ne? Aber ich mag die Produkte von Dalton ja so gerne. Ich habe ja auch die Kooperation mit denen. Deswegen, Mensch, du bist echt verrückt, ne? Mann, das ist echt super hochpreisig. Allein pro Ampulle kannst du schon fast 5 Euro rechnen vom Wert her. Es ist, also ich bin sehr, sehr, sehr ehrfürchtig hier, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir hier von M. Asam ein Parfum. Green Garden Rose. Oh, ein Eau de Parfum. Rose Verte du Jardin. Das ist dieses hier. Ein Parfüm. Sanft duftender Zitrusnoten vereinen sich mit Lilie und grüner Rose zu einem strahlenden Bouquet. Gebettet auf eine Basis aus weißem Ambra und Moschus ist der Duft elegant und vielfältig zugleich. Wow. Okay, ja. Da habe ich tatsächlich, ich glaube, das Rose ganz normal auch schon von denen. Kommt mir bekannt vor. Ein sehr frischer Duft. Ich mag ja super gerne Jasmin und Lilie und sowas, ne? Und Rose sowieso. Ja, das ist jetzt aber noch nicht ganz so... Das ist eher sportlich frisch, muss ich sagen. Aber vielleicht für mich auch ein schöner Sommerduft. Das muss ich im Sommer auf jeden Fall mal austesten, weil das wäre dann, ne, für den Sommer auf jeden Fall, wie oft habe ich jetzt Sommer gesagt, etwas, was ich gerne verwenden würde, weil jetzt im Winter, da habe ich lieber so ja, warme Düfte, so einlullende Düfte. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Da habe ich zum Beispiel aktuell das Paco Rabanne Pure XS in Anwendung, wenn man das mal so... Ja, das ist sehr vanillig und sehr warm. Dann hat sie mir hier noch mit reingelegt von BB die 2-in-1 Aqua Gel und Maske. 24 Stunden Feuchtigkeit, täglicher frische Kick für normale bis Mischhaut. Und das ist mit Meeresmineralien. Und ja, sowas ist natürlich, wenn man das als Maske verwendet, ein fetter Pott, ne? 50 Milliliter. Das ist krass. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal hatte. Die kommt mir echt bekannt vor. Ich glaube schon. Ich glaube, vor ein paar Jahren hatte ich die schon mal. Da weiß ich aber nicht, wie ich die fand. Das muss ich nochmal wieder herausfinden. Die BB Body Lotions sind nämlich nicht ganz so mein Ding. Da habe ich gestern erst noch eine leer gemacht. Werde ich nicht ganz so warm mit, muss ich gestehen. So, dann habe ich hier etwas drin und das freut mich mega, weil das ist, glaube ich, gar nicht mehr im Sortiment von denen. Forever Young Lash and Brow Wonder, das ist bei Asam Beauty nämlich auf der Homepage zu finden, mit Koffein. Das ist ein Wimpernserum und das ist genau das Wimpernserum, was ich aktuell verwende.
Mega cool, vielen, vielen Dank. Hier habe ich jetzt noch ganz viele Produkte von dieser Marke Bella Via. Also sehr interessant. Vanilla Detox Face Mask, das ist dieses hier. Also wenn das einfach so Produkte sind, die nach Vanille riechen, dann feiere ich das. Ein- bis zweimal wöchentlich auf das gereinigte Gesicht auftragen, 10 Minuten einwirken lassen und mit lauwarmem Wasser gründlich abwaschen. Augenpartie aussparen. Und da sind 50 Milliliter wieder drin. Das finde ich echt heftig. Das ist so ein großer Pumper. Ich möchte es irgendwo riechen können. Übrigens kommt jetzt so langsam der etwas die Herznote von dem Parfüm raus, würde ich jetzt mal so sagen. Das wird jetzt nämlich jetzt gerade so ein bisschen schwerer. Interessant. Okay, dann habe ich hier von Bella Via The Wild Hibiscus Clay Mask. Clean Scalp and Shiny Hair. Die kommt direkt mit mir unter die Dusche, muss ich wirklich sagen. Und dann kann ich die zweimal die Woche anwenden. Genau, sollst du auch ein- bis zweimal machen. Das reinigt dir die Kopfhaut und ich habe aktuell so viele Unreinheiten auf meiner Kopfhaut. Ganz viele Pickel, also ganz schlimm. Das tut auch richtig weh, muss ich sagen, ne? Und unangenehm überhaupt. Und das kommt mir gerade echt wie gerufen. Das freut mich mega, dass das mit drin ist. Und wenn ich dann zum Beispiel ganz normal meine Haarmaske, meine Haarkur in die Haarlänge eingebe, kann ich das einfach dann währenddessen auf die Kopfhaut geben. Ich weiß gar nicht, das muss dann auch genau 15 Minuten ungefähr einwirken. Da rieche ich jetzt hier nichts raus, aber es kommt ja direkt mit unter die Dusche. Also rieche ich jetzt mal hier dran. Ich fühle mich beobachtet. Das riecht angenehm blumig, das gefällt mir. Mega gut. Das riecht echt gut. Das ist echt geil. Ich weiß nicht, kommt das über... Ist das eins von diesen Bella Via Geschichten? Nee, das ist... Nein! Nein, das ist Mermaid and Me, du Verrückte. Ach, du ahnst es nicht. Die sind doch so teuer. Ach, du bist doch verrückt. Dankeschön. Du bist verrückt. Du bist echt verrückt. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war bislang zu geizig, mir selber was davon zu holen, ne? Und das war halt so rosa und ich dachte, ja, ist bestimmt auch Bella Via. Ich weiß ja auch nicht, was Bella Via so ist, ne? Naja, hier haben wir Honey Milk Smooth Face Scrub. Das ist ein Gesichtspeeling. Das finde ich sehr interessant. Mit Honigmilch steht hier auch drauf. Das heißt, das wird dann eher nach Honig. Also ich habe das ausgepackt, aber ich habe nicht dran gerochen, Heiligabend. Happy New You steht hier auch drauf. Und das riecht angenehm nach Honig. Das freut mich, das finde ich cool. Und Honig soll ja auch sehr, sehr gut für die Haut sein. Von daher, ne? Dankeschön. Und ja, ihr merkt, ich muss ausweichen. Mein Tisch ist voll. Dann habe ich hier etwas drin. Ich muss jetzt intensiver mal drauf gucken, was das alles ist, was du mir hier... Ganoderma Lucidum Essence Cream. Brighten, Nourish und Repair. Also die macht hell, die nährt und die repariert. Und das ist irgendwas Koreanisches. Sagt mir so nämlich gar nichts. Ist jetzt in diesem Beutelchen drin. Das nehme ich mal eben raus. Okay. Ich weiß nicht, wo ich die hinmache. Ins Gesicht? Weiß ich nicht. So schaut die aus. Hier ist jetzt auch ein Beipackzettel mit dabei. Den muss ich mir gleich mal eben anschauen. Ich rieche erstmal dran. Oh, ist noch verschlossen. Riecht so noch nichts hier. Also das riecht nicht raus. Okay, doch, das ist fürs Gesicht auf jeden Fall. If eye contact occurs in, wie auch immer, sollst du es auswaschen. Also nicht in die Augen, sondern ins Gesicht geben. Okay, das ist cool. So, dann habe ich hier noch eine weitere Face Cream und zwar die Vanilla Hydrate Face Cream. Das ist aber von Bella Via. Das sind 50 Milliliter drin. Da riechen wir mal dran. Riechst du nichts raus? Ist noch verschlossen. Na! No. Ich will es riechen. Ich will wissen, wie es riecht. Face Brush von Bella Via. Okay. Eine Gesichtsbürste. Okay. Ja, das ist so eine Bürste. Da muss ich ehrlich sein, die wird weiter wandern. Ich hatte so eine Bürste da. Ne, von Beurer. Die war ja auch mechanisch. Ja, elektrisch. Und die hat meiner Haut nicht gut getan. Und ich habe jetzt mittlerweile eine von PMD. Mega cooles Teil. Die ist halt deutlich angenehmer für meine Haut. Das hier sind zwar so ganz feine Borsten und das hier ist jetzt ja auch nicht elektrisch, das würde man ja theoretisch mit der Hand einfach machen zum Abschminken oder wie auch immer, ne? Aber da finde ich die von PMD, um ganz ehrlich zu sein, wirklich aktuell für mich optimal. So, genau. So, etwas, was sie mir hier auch noch mit reingelegt hat, was ich cool finde, ist so eine
Ja, so eine Tangle-Teaser-Alternative, ne, von Bellavia. Das ist dieses Produkt. Also ich habe jetzt aktuell 2 Haarbürsten in Anwendung. Das heißt, die werde ich mir erstmal beiseite legen, wenn dann meine aktuellen, die ich habe, nicht mehr gut sind. Dann werde ich darauf zurückgreifen, weil ich habe sogar 3, hier habe ich auch noch eine. Ne, so viele Haarbürsten braucht man dann tatsächlich nicht gleichzeitig in Anwendung haben. Und ja, deswegen lege ich mir zur Seite. Samy, bist du verfressen? Dann haben wir hier Vanilla Repair Hair Mask. Sehr gut. Das ist auch wieder mit diesem Vanilla Repair Duft. Und das sind 150 ml hier drin. Da rieche ich mal dran. Da kommt doch was raus. Oh ja, die riecht angenehm vanillig. Das mag ich gerne vom Duft her. Cool. So, dann habe ich hier noch Vanilla Cleanse Face Wash. Also das ist halt wirklich einfach nur zur Gesichtsreinigung. Das ist auch perfekt für mich beim Double Cleansing für unter der Dusche. Und sowas trage ich dann auch wirklich mit meinem PMD-Viech auf. Ne? Das ist sehr, sehr cool. Meine PMD Rose Quartz Gesichtsbürste, irgendwas. Und dann hat sie mir hier noch den Vanilla Hydrate Lip Balm von Bellavia mit reingelegt. Zu Hause nehme ich die sehr gerne und dann stelle ich mir die einfach ins Bad, in den Badezimmerschrank, und dann mache ich mir die morgens und abends drauf und ja, das ist dann immer so ein Zwischenschritt bei der Gesichtspflege. Genau, ein süßes Pöttchen. Das erinnert mich echt an Dalton, um ehrlich zu sein, ne? Ja. Also von der Aufmachung her, das finde ich cool. Genau, da haben wir sogar Blümchen in dieser Verpackung drin. Ist das nicht herrlich süß? Noch nicht fertig, Leute. Nein, noch nicht fertig. Girls Can Do Anything von Sadiq & Voltaire. Und das habe ich meinem Freund gegeben zum Schnuppern. Ich sagte, das riecht gut. Das hatte ich nämlich auch schon in einem Adventskalender drin. Das hier müsste jetzt die Bodylotion sein. Bodylotion? Ja, Scented Bodylotion, 100 ml. Das ist so ein schöner Duft. Aber ich habe genug Parfums da. Genau. Ich habe jetzt ja noch ein weiteres. Das riecht schon so ein Stück weit maskuliner, würde ich sagen, vom Duft her. Aber ich mag das super gerne. Das ist ein cooler Duft. Den mag ich. Ja, und dann sind hier noch ganz viele von diesen Verpackungstüten, die ich weiterverwenden werde tatsächlich. Und 2 Masken haben wir hier noch mit bei. Von IDC Institute. Das sagt mir gar nichts. Einmal eine Face Scrub Mask. Das ist Open the Pores, Gently Exfoliates and Deeply Cleanse Cleans the Skin, also das ist zur Gesichtsreinigung. Und dann haben wir hier eine Facial Mask with Aloe Vera. Und die soll Cooling und Moisturizing machen, also quasi kühlen und mit Feuchtigkeit versorgen. Genau. Ja, und das waren jetzt die beiden irre, krass geilen Weihnachtspakete, die ich bekommen habe. Marion, Marie, ihr seid verrückt. Und es ist total schön, dass ich von euch diese coolen Pakete bekommen habe, denn ja, es hat mir dann doch die Weihnachtszeit noch ein bisschen mehr versüßt und ich hatte ein bisschen mehr Weihnachtsfeeling. Ich hatte etwas, was ich unter meinen Tannenbaum stellen konnte und dann Heiligabend auch auspacken konnte. Also vielen, vielen Dank und ja, deswegen habt ihr mich einfach glücklich gemacht. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Ja, das passt. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!